So, herzlich willkommen zu unserem Minecraft-Let's Play. Wir müssen ein paar Umbaumaßnahmen gleich machen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall gleich wieder Marble. Hehehe. Und ja, ich lege gerade mal erstmal hier. Ach, hier ist ja nirgendwo mehr Platz für irgendwas. Ist ja alles rappelvoll, alle Kisten sind voll. Ach Mensch. Ja. Nee, ich muss erstmal Platz im Inventar schaffen. Alles andere hat keinen Sinn. Ich bin so voll mit Krempel. Ich werde jetzt erstmal. Wird's hell oder dunkel? Gute Frage. Dunkel. Mist. So viel dazu. Ja, dann brauche ich hier mal die Kiste. Da muss ich jetzt mal ein paar Sachen zwischenlagern. Und zwar hat Chris mich nämlich gefragt, ob wir Recycler anders hinstellen können. Das können wir ja prinzipiell. Das ist schon kein Problem. Müssen halt nur ein paar Sachen umbauen und ein bisschen Platz schaffen, dass wir das alles unterkriegen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, dann muss ich hier nämlich noch ein bisschen Zeug reinstopfen und hier noch ein bisschen Zeug reinstopfen und dann muss ich hier die ganzen Erze loswerden. Und dann habe ich nämlich hier schon einen ganzen Batzen Platz wieder. So, das Kupfer kann ich auch da rein tun. Das Eisen auch. Refined Iron auch. So, dann hätte ich doch theoretisch genug Platz für einen Umbau unseres Maschinenparks da unten. Die Pumpe muss neben den Miner. So, die Cells kann ich mir sparen. Ach Quatsch. Zack, 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 haben wir auch gleich ein bisschen Marble, weil wir müssen nämlich noch unser Dings ein bisschen ausbauen. Unsere Hütte, da waren wir ja schon ein bisschen dran. Und ja, mit dem Ausbau davon werden wir uns jetzt diese Folge noch beschäftigen. Und dann haben wir das auch so gut wie ausgebaut. Ich würde mal sagen, Mist, aber egal. Ich musste jetzt tonnenweise Lava verschwenden. Ich hatte auch keine Lust, jetzt ewig lange Kabel zu legen. So. Jetzt ist das wie theoretisch wieder am Laufen. Und jetzt können wir nämlich. Machen wir das wieder da rein. OV-Scanner rein. Und die Mining Pipes. Und schon ist der am ganz gemünterlustigen Rohstoff abbauen. So, wir rennen jetzt mal runter und holen uns noch ein bisschen Lava. Weil dadurch, dass wir jetzt ganz viel verschwendet haben, müssen wir uns ein bisschen neue holen. Irgendwann mal holt er sich von selbst wieder. Aber bis dahin. Ich glaube, ich habe gerade einen. Ja, ich habe gerade einen Schleim überlebt. Cool. Schleim ist gerade gestorben. Schleim übersehen, aber er ist gestorben. So, und das ist unsere Cobblestone-Säule von unserem Miner. Die geht bis hier runter. Jetzt habe ich gerade ein paar Glitches, glaube ich. Ja. Gut, egal. Gehen wir halt hier hin. Und suchen uns hier noch ein bisschen die Lava raus. Wir sind ja da flexibel. Und ja, gut. Bla 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 bla. Ich rede dummes Zeug. La ta ta. So. So, und habt ihr schon gesehen, dann wurden aus 21 auf einmal wieder 12. Das lag daran, dass er quasi vorher ein bisschen geleckt hat. Mit dem Aufnehmen. Und sobald man das quasi hochnimmt, dann überprüft er und fragt nochmal beim Server nach, ey, wie war das jetzt eigentlich mit dem Zeug? Und dann sagt er dir, nee, so viel war es dann nicht. Und dann hast du statt 21 nur noch 12 in der Hand. Ja, so schnell geht das. So. Hier hinten hört man es schon wieder. Ganz gemütlich am Bohren, der Gute. Packen wir uns hier noch ein bisschen Lava-Cells rein, da freut er sich. Und ja, er hat schon 6 Kohle, ein bisschen Marble hat er auch mitgenommen und. Und er hat gerade eine Eisenader angegraben. Das ist doch schön. Können wir uns freuen. Weil Eisen, wie wir ja alle wissen, braucht man in Massen. Und ich bin ja dafür, dass wir hier das mal ein bisschen weniger verwinkelt machen, die ganze Geschichte. Vielleicht kommen dann auch weniger Viecher an.
Und außerdem sieht das dann noch epischer aus für unsere Bahn. Die läuft nämlich jetzt bald wirklich irgendwie durch die Luft. Fackeln. Ich hatte doch gerade eine Fackel, oder? Da. Knusper, knusper. Jetzt können wir hier noch das Cobblestone, den Cobblestone abreißen. Den Bruchstein. So, plopp, plopp, plopp. Dann kann sich das Chris dann gleich mal angucken, wie es hier unten mittlerweile aussieht. Weil... plopp. Wenn er jetzt mit der Bahn runterfährt, bleibt er irgendwo da unten hängen, weil da ein Stück Schiene fehlt. Und er fährt durch die Luft. So, ist ja auch egal. Gucken wir gerade mal, was der Miner so macht. Ja, krempelt aber wirklich Eisen raus. Da können wir nämlich auch wieder ein paar Stromkraftwerke bauen. Das wird auch noch ein großes Hallo. Also freue ich mich schon drauf. Und ja... ja, Alter, habe ich mich erschreckt. Ich dachte, jetzt kommt gerade ein Creeper die Treppe hoch. So, guten Morgen. Aber Glück gehabt. Was suchst du? Ich suche einen Stick. Stick? Ja. Moment, kann ich dir geben? Ich habe den nämlich damals bei der Sprengung aus der Rohstoffkiste rausgerollt. Ah, ich dachte, irgendwo war da einer. So. Das wäre das. Wo soll ich denn die rechtlichen wieder hin tun? In diese komische Erzkiste. Da waren die vorher auch drin. Hast du gerade die Knochen gebrochen? Ja. Hm, komm vor. Darf man nicht so eng sehen. Nö. Weiß nicht, man die so anstellen, ne? Genau. Zähne zusammengebissen und weiter geht's. So. Hier kann ich das reinmachen und das. Ach ja, genau, ich wollte... Hui? Was hui? Ich vereisen mal. Und? Jetzt fahr ich an dem Lava-Ding vorbei. Mal schauen, wo das Schiene fehlt. Gleich. Wow. Was hast du gefunden? Unterwegs? Nix, nix. Achso. Ich hatte aber schon Pfeil und Bogen in der Hand. Hehehe. Ja, es ist irgendwie nicht ganz sicher, unsere Mine. So, wir bauen uns jetzt mal ein Splitter-Cable. Ich glaube, das ging irgendwie so und dann braucht man, glaube ich, noch Redstone. Ach ja. So. Nee, so ging es nicht. Ach nee, nicht mit dem Stick. Da muss ein Lever hin, oder? Wie ging das? Was? Die Switch-Cables, die gingen irgendwie ganz komisch. Treffer. Oh. Gefunden. Ja, war das nicht mit einem Schalter oder sowas? Ja, genau. So, ich gehe dann mal runter in die Mine und baue mal eine große... bereite mal eine größere Sprengung vor. Hehehe. Was willst du sprengen? Also, hast du irgend... unten, einen kleinen Gang oder vielleicht so sogar eine kleine Höhle raussprengen. Ich bereite mal was vor. Ja, guck mal, ob du irgendwie eine Säule oder sowas findest, die wir mal raussprengen können. Dass wir da unten mal ein bisschen Übersicht kriegen. Ich finde, uns fehlt da so etwas die Übersicht in diesem Loch. Also zerlege ich einfach alles. Ja, von mir aus. Ich meine, es geht ja nichts verloren, wenn du es mit den ITNT sprengst. Oder mit Dynamit. Ja. Industrial TNT hat halt den Vorteil, dass es in seinem Radius alles aufhebt. Problem ist, alles. Man sollte dann nur viel Platz mitnehmen. Ja. Ich habe immer noch keine Charcoal, scheiße. Ist glaube draußen gerade dunkel, oder? Ja. Ich habe nämlich auch keine. Kann ich dir leider nicht helfen, musst du dich dann draußen bei meinen Öfen bedienen. Ach ja. Ich bin jetzt übrigens so um die 100 Felder weit. Nie ganz, sagst du mal um die 80 Felder weit mit der TBM. So von den Schienen her geguckt. Bin in so eine kleine Höhle reingelaufen, quasi. Da hat es kurz angehalten. Bin raus, hab nach oben geguckt. Also der Boom sieht noch nicht sehr weit weg aus. Ja.
Die TBM braucht lange. Das ist eine Spinne, die läuft hier oben auf dem Dach rum vom Haus. Ach so, gut. Zumindest hoffe ich, dass es eine Spinne ist. Das klingt eher wie eine Spinne als wie ein Creeper. Ja, ich warte ja darauf, dass es hell wird, dass ich diese Hütte weiterbauen würde. Ich höre schon mal mindestens den Sound dazu. Ich gehe dann mal Bäume fällen, dass man mehr Charcoal wieder hat. Das ist nämlich ein bisschen Nachteil der TBM, die frisst so dermaßen viel Holzkohle. Man kann natürlich auch, wenn man... Das ist, beißt sich leider mit Industrial Craft. Normale Kohle kannst du in Koks umwandeln. Da wir aber die normale Kohle meistens für Diamanten brauchen, ist das dann immer sehr, sehr kritisch. Also ist das nie möglich. Koks hat halt, ich glaube, den doppelten oder was noch höher? Doppelten Brennwert von Kohle dann, was bei der TBM dann halt dafür sorgt, dass es länger hält. Ganz im Groben gesagt. Ja, irgendwie so. Es ist, glaube ich, doppelt so viel Energie hat es dann. Es müsste theoretisch auch mit, also könntest du es quasi auch zur Feuerung in Generators nehmen. Aber, ob wir das wollen, das, naja, es dauert halt ewig, das Zeug zu produzieren, weil das ja, es wird quasi produziert wie Charcoal aus Holz, halt in so einem Koksofen, und das dauert halt ewig, bis es fertig ist. Es ist halt immer die Frage, ob man das will oder nicht, und ich glaube, ich habe es gerade voll vergessen. Nee, HV-Transformer, sehr schön. Ich baue nämlich gerade hier schon mal so ein bisschen die Stromanlage für den Mass Fabricator. Jetzt muss ich gerade mal mein Badpack. Jetzt lade ich endgültig mal mein Badpack. Das geht mir ja schon selber auf den Geist jetzt langsam. Und, ja. Da brauchte ich halt nochmal einen High Voltage Transformer. Mal gucken, wie ich das alles bauen werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Sieht schon mal nicht schlecht aus hier unten. Also es wird langsam auch wirklich hier so ein bisschen wie ein Energiepark. Und die ganzen Verkabelungen unten drunter wird auch schon extrem. Was ist extrem, wird das noch nicht. Aber man sieht schon ein bisschen mehr. Und bald müssen wir dann auch das Solarkraftwerk bauen und verkabeln und anschließen. Und dann werden wir die Kabel auch anmalen. Und dann werden wir uns noch über ein paar Bugs ärgern. Weil das muss ich alles in eine Aufnahmesession machen, wenn ich das Solarkraftwerk baue, weil sonst verlieren nämlich die Kabel, wenn der Chunk neu geladen wird, wieder ihre Farbe. Zumindest sieht der Client das nicht, aber auf dem Server ist noch richtig gespeichert und da muss ich das in einem Rutsch durchmachen. Das wird noch lustig. So viel zu dem Thema. Ach, ich suchte eigentlich mein Badpack, der ist doch hier unten in der MFE. Ist das beunruhigend, dieses komische Spinnenvieh? Geht mir mordsmäßig auf den Geist. So. Das wäre das. Das wäre schon mal eine grobe Verkabelung. Und jetzt muss ich nur noch das daran kleben und das daran kleben. Und dann muss ich noch das Verbindungsstück da reinzimmern. Und dann wäre das dann transformiert, wieder runter transformiert. Und dann können wir damit nämlich direkt in den Mass Fabricator reingehen. Und hier müssen wir dann noch ein kleines Umschaltersystem bauen, dass wenn eins an ist, das andere nicht an ist. Und ja, das machen wir dann mit notfalls mit dem Schalter. Ach, das kriegen wir schon. Das wird erstmal ein bisschen unintelligent gelöst, aber es wird dann nach und nach besser. Na, Spinne. So, jetzt bist du tot. Jetzt kannst du nicht mehr rumnerven. Ja, und ich würde sagen, wir machen heute noch in der einen Aufnahmesession noch eine Folge, dass wir noch ein bisschen vorankommen. Und vielleicht, wenn wir Lust haben, können wir ja mal so einen oder anderen Tag zwei Folgen releasen. Habt ihr auch ein bisschen mehr davon? Ich weiß nicht, was Chris dazu sagt. Mal schauen, wie gesagt, wir sind alle gerade in der Uni-Umstellung. Gucken, wie das sich da entwickelt. So, und da jetzt diese Folge zu Ende ist, werden wir da mal gucken. Was wir da nächsten machen. Und bis dahin sage ich erstmal tschö. Tschüss.